Ich begrüße Sie in der evangelischen Kirche Miesenbach. Gottesdienste, Konzerte können nicht mehr in der gewohnten Art stattfinden. Wir müssen neue Wege gehen. Die Orgel soll nicht aufhören zu klingen. Soziale Distanz heißt nicht, dass wir aufhören zu singen und zu spielen von dem, was unser Leben trägt. Soziale Distanz heißt, dass wir einen neuen Weg suchen müssen, es zu ihnen zu bringen. Wir müssen andere Wege gehen, von dem, was unser Leben trägt, zu erzählen, zu singen und zu spielen. Hier, mit diesem kleinen Film, probieren wir, einen neuen Weg zu gehen. Musik, die Sie sonst in der Kirche hören, mit dem Blick zum Altar, kommt nun in Ihr Wohnzimmer. Vielen Dank, dass Sie sich mit uns auf diese neue Erfahrung einlassen. Sie hörten ein Stück aus Venedig. Das Stück wurde in einer Bibliothek gefunden, zusammen mit weiteren Stücken. Einige dieser Stücke werden Sie im weiteren Verlauf hören. Johann Heinrich Buttstedt, der das nächste Stück schrieb, war ein Komponist, welcher in Thüringen wirkte. Seine Musik zeigt, in was für ein Umfeld, in was für ein künstlerisches Umfeld Johann Sebastian Bach geboren wurde.
Das nächste Stück ist für die Laute geschrieben und wurde für die Orgel bearbeitet. Czarna Krowa ist polnisch und bedeutet schwarze Kuh. Hören Sie das Stück von der schwarzen Kuh. Das nächste Stück ist eine Übertragung eines Chorsatzes für ein Tasteninstrument. Ende des 15. Jahrhunderts und im 16. Jahrhundert begann durch diese Praxis, die man Intervolierung nennt, selbstständige Musik für Tasteninstrumente zu entstehen. Thank you.
Zu Beginn hörten sie ein Stück aus Venedig, aus einer Sammlung, die in einem Kloster gefunden wurde. In diesem Kloster mit der Klosterschule wirkte Antonio Vivaldi. Aus dieser Sammlung stammt auch folgendes Stück. Mitte des 18. Jahrhunderts flachte das Interesse an der Orgel ab.
Das Orchester wurde immer wichtiger und trat in den Kirchen hervor. Die Modulationsfähigkeit des Orchesterklangs wurde zum beherrschenden Element gegenüber der Starrheit des Orgelklangs. Nächstes Stück zeigt, dass in dieser Zeit Stücke von beachtenswerter Qualität für die Orgel entstanden. Im nächsten Stück hören Sie einen Kuckuck und eine Nachtigall. Barocke Komponisten hatten an Lautmalerei und dem Darstellen der Natur in ihrer Musik Freude. Thank you.
Martin Luthers Lieddichtung »Christ lag in Todesbanden« basiert auf einem altkirchlichen Gesang. Bei Luther heißt es: Es war ein wunderlich Krieg, da Tod und Leben rungen. Das Leben behielt den Sieg, es hat den Tod verschlungen. Georg Philipp Telemann bearbeitete »Christ lag in Todesbanden« in zwei Versionen. Eben hörten Sie die dreistimmige Bearbeitung, jetzt kommt die zweistimmige.
Jesus bleibet meine Freude, eines der bekanntesten Werke der geistlichen Musik. Ein Stück Seelennahrung, musikalische Seelennahrung in diesen ungewöhnlichen Zeiten. Das letzte Stück trägt den Titel Sortie. Sortie im Französischen bedeutet Ausgang. Es ist ein Nachruf.